Herzlich willkommen zur 10. Folge unserer Podcast-Sendung Die Lage in Karlsruhe. Heute mit zwei ganz besonderen Themen, die eigentlich immer wieder Thema sind, nämlich das Badische Staatstheater und Bürgerbeteiligung. Wie kann ich in der Stadt was mitgestalten? Wir steigen eigentlich gleich ein mit dem Badischen Staatstheater, das ja jetzt wieder in die Schlagzeilen kam, wegen der Baupreisexplosion, könnte man eigentlich sagen. Der Gemeinderat hatte 2014 125 Millionen angesetzt und gesagt, das schreiben wir aus. Mittlerweile kam ja auch raus, das war eine politische Zahl. Man hätte vielleicht 170 Millionen einsteigen sollen. Dann hat man später gesagt, okay, es wird 230 bis 320, 325 Millionen im Worst Case sein. Und damals hieß es, das ist gedeckelt, das ist kosten-controlled und überhaupt ist da alles drin, der Theaterplatz und die Innenausstattung und alles ist da drin. Wir kommen nicht darüber. Und letztes Jahr gab es dann den großen Knall, 508 Millionen. Und das wäre dann Ende Gelände. Mittlerweile sollte es eine Wirtschaftlichkeitsprüfung gegeben haben. Es wurden nochmal die Zahlen vom letzten Jahr eigentlich dann einfach präsentiert. 508 Millionen, das wäre fest. Aber leider kommt jetzt raus, die 508 Millionen sind doch nicht fest. Denn der Theaterplatz ist da ja noch gar nicht drin. Der wird jetzt gerade ausgeschrieben. Die Innenausstattung ist da auch noch nicht drin. Und dann kommt dann natürlich doch der steigende Baupreisindex dazu, eventuelles Risiko, was es einfach bei Sanierungen gibt. Und dann hatte Friedemann Kallenbach, der jetzt heute nicht in dieser Runde sitzt, eingebracht, 700 Millionen könnte uns das Ding am Ende kosten. Ingo Wellenreuther hatte uns die 700 Millionen in der Zeitung bestätigt. Und so hat sich jetzt auch ein bisschen im Gemeinderat etwas gerührt. Es wird nicht mehr einfach so abgesegnet, sondern es gibt auch kritische Stimmen bei den Grünen, bei der CDU, bei der FDP, bei verschiedenen Fraktionen einfach. Und so wurde das Thema jetzt auch abgesetzt für die nächste Gemeinderatssitzung. Ihr habt es ja mitbekommen. Es soll jetzt einen Monat vertagt werden. Und bis dahin gibt es noch viel zu tun, weil die Zahlen sind ja gar nicht gesichert. Gibt es überhaupt Auswege? Was könnte man machen? Es gibt ja drei Varianten, Neubau, am alten Ort, Neubau, an einem neuen Ort, das hat die CDU eingebracht, beim Messplatz, das hat die Schauspieler ein bisschen aufgebracht. Und dann gibt es noch natürlich Sanierung und die Sanierung kleiner dampfen, es gibt ja verschiedene Optionen. Wie geht es weiter, wie kann weiter aussehen? Ja, die Ideen sind ja sehr groß. Wir haben ja die Standortfrage gehört. Die CDU hat die Idee des Messplatzes eingebracht, was natürlich für die, die den Messplatz ja nutzen, wie die Schaustelle natürlich Angstgefühle hervorgerufen. Verständlich. Was, ja genau, das ist verständlich. Wir sind der Auffassung, es gibt Ideen, aber die Stadt sollte mal von sich aus was bringen. Ich habe das Gefühl in der ganzen Diskussion, nach dem Motto, wo ein Wille ist ein Weg, hier ist es umgekehrt, hier will man nicht, also findet man tausend Gründe, um zu bestätigen, dass man den alten Plan unverändert weiterverfolgt, Sanierung zum Höchstpreis und böse Zungen behaupten ja auch, aha, wir leisten uns da die Elbphilharmonie am Ettlinger Tor. Und ohne Wohnungen. Ohne Wohnungen, ohne Eigentums-, ohne Eventbereich, einfach nur, weil wir als Stadt Karlsruhe sind. Es gibt, sag ich mal so, die smarte Ideen. Man kann sich mal das Umfeld anschauen vom Ettlinger Tor. Da würde man sehen, Kongresszentrum, man würde sehen, da gibt es die Norsi-Halle, es gibt die Gartenhalle, Hallen, die nicht genutzt sind. Also das Staatstheater nutzt ja die Norsi-Halle, aber die Norsi-Halle ist ja auch ein Problem ab und richtig, zu bei der Stadtverwaltung. Natürlich. Was soll damit passieren? So. Vielleicht könnte mal die Stadtverwaltung schauen, kann man da was machen? Wir haben das Thema immer noch das Ettlinger Tor. Kann man das nicht nutzen? Also vor kurzem, ich glaube, Petra hat gesagt, da kam die Idee, vielleicht doch ein UFO zu bauen und dort für ganz Deutschland das UFO-Staatstheater zu bauen. Verrückt hört sich das an, aber immer noch besser als zu sagen, wir machen es, weil wir es machen wollen. Und du sagst es auch, der Preis, der wird ja nicht bleiben, wo er heute steht. Er wird steigen und steigen und aus dem Umfeld der Südstadt, sagt man, das ist ja seit Jahren ein trennender Bereich. Mhm. Die Innenstadt wird getrennt durch die Kriegsstraße, den Boulevard werden wir demnächst auflösen durch den Kriegsstraßenumbau, aber dann haben wir das ganze Vorfeld des Staatstheaters und hat es nie geschafft, das Staatstheater ein verbindender Bereich zu sein. Und ich habe so oft gesagt, für mich, und das gebe ich offen zu, hat das Staatstheater den Charme eines Westwallbunkers, eines Atombunkers. Früher war dort die Markthalle und die Markthalle war belebend. Wir können uns erinnern, es war
Noch viel früher gab es unweit den Hauptbahnhof und das hat ja die Südstadt zum Leben erhalten. Und da muss ich der Verwaltung sagen, bitte mehr Fantasie. Und wir werden auch das Thema Bürgerbeteiligung heute kurz ansprechen. Und da glaube ich auch, dass die Bürger viel machen können. Und ich denke, Petra ist da auch... Also es ist ja auch so, das ist natürlich ein breites Feld. Aber ich muss sagen, das Staatstheater macht mir schon auch große Sorgen. Also in Anbetracht unserer Haushaltssituation. Und ich glaube, jeder, der sich mit Bauen nur so ein bisschen auskennt, weiß, dass auch die von uns jetzt benannten 700 Millionen nicht das Ende der Fahnenstange sein werden. Was momentan bautechnisch gerade draußen passiert über so einen langen Bauzeitraum. Also wir werden bei der Milliarde wahrscheinlich ankommen, das ist meine Prognose. Jetzt muss man ganz klar sehen, erstmal natürlich die Standortfrage und die Kosten, aber auch, was ist die Zukunft des Theaters? Macht es denn Sinn jetzt, diesen bestehenden Bunker, du hast so schön Bunker genannt, so zu sanieren? Wenn ich mich jetzt draußen umhöre, und da wäre es vielleicht ganz spannend, wenn wir mal noch mehr Meinungen bekommen, schreiben Sie uns gern an, per E-Mail, per Handynummer, WhatsApp anrufen. Wie sieht es die Bevölkerung draußen? Das wäre das Interessante. Manche Leute sagen zu mir, und die haben alle recht, das Staatstheater hat auch einen Bildungsauftrag. Es ist ein Kulturgut bei uns in Deutschland. Das muss auch jungen Menschen nahegebracht werden, in die Oper zu gehen oder ins Konzert oder ins Ballett. Andere sagen, naja, ich sehe so, das ist eigentlich eine Subvention für einen elitären Kreis, hinter vorgehaltener Hand, das traue ich mich nicht laut zu sagen. Also diese Stimmen gibt es auch. Und da müssen wir jetzt halt eben als Stadträte entscheiden, was bringt die Zukunft, wo führt die Zukunft des Staatstheaters hin und wie gehen wir mit diesen Baukosten um. Und es ist natürlich so eine Sanierung, das zeigt sich ja leider Gottes an vielen Projekten hier in Karlsruhe, dass da Dinge auftauchen, die nicht vorhersehbar sind. Wie bei der Stadthalle? Zum Beispiel, genau. Ich wollte es jetzt nicht sagen, ja, Europa. Also wir können zum Beispiel, ja, selbst beim Stadion hat man uns, dem Gemeinderat, versprochen, die Kosten sind gedeckelt und noch nicht mal nach einem Jahr kam man an und sagt, naja, wir können den Deckel nicht halten. Wobei und es relativ gut gelaufen ist beim Stadion. Es ist noch nicht fertig. Bis jetzt, okay, es ist noch nicht fertig. Aber das möchten wir halt beim Staatstheater nicht. Und ich finde, man muss fairerweise dann auch ganz ehrlich sagen, das sind wirklich alle Kosten. Plus die Preissteigerung, da könnt ihr euch hochrechnen, was dabei rauskommt. Und da wird es landen, weil die Bevölkerung verliert sonst das Vertrauen in die Politik, was ja auch zu Recht ist. Also wenn man dann sagt, wir sind jetzt bei 534 Millionen, aber die Außenanlage ist nicht eingepreist und die Möbel sind nicht eingepreist und die Interimslösung für die ganzen Schauspieler oder die ganzen Akteure des Staatstheaters ist nicht eingepreist. Und da kann man nachher gut sagen, naja, jetzt kostet es eine Milliarde, weil das und das und das kam noch dazu. Und das ist einfach nicht korrekt. Also das finde ich nicht korrekt und ich finde auch, also wir als Stadträte können es dann auch nicht sauber entscheiden, wenn wir nicht die richtigen Fakten haben. Außerdem muss ich sagen, in der Entscheidungsfindung ist das, was Petra ja sagte, was ist mit der nächsten Generation? Bauen wir nicht irgendetwas, wo die nächste Generation sagen, nee, also ein Musical Hall wäre mir lieber oder ein fünfdimensionales Kino, falls es bis dahin gibt, oder ein Hologrammkino. Wir zementieren mit der jetzigen Entscheidung, die jetzt da ist, den Status quo. Wir bauen vielleicht ein Projekt, das nachher nicht gebraucht wird. Und wir nehmen mehrere Millionen an Kredit auf. Also da muss man sich schon fragen, also die Grünen haben ja gesagt, keine Denkverbote. Ja. Ist so ein Staatstheater noch zeitgemäß, vor allem für die nächste Generation? Genau, und da würde ich gern, also ich hätte erwartet von der Verwaltung, vom Oberbürgermeister, die Bevölkerung zu fragen. Wir haben das Amtsblatt. Wir haben ein Amtsblatt. Ich könnte mir vorstellen, im Amtsblatt zu fragen, liebe Bevölkerung, wir planen das, wir geben da richtig viel Geld aus. Wie steht ihr dazu? So fünf Fragen. Könnt ihr euch vorstellen, ein Neubau an gleicher Stelle oder ein Neubau an einer anderen Stelle? Könnt ihr euch vorstellen, wir sanieren es kleiner? Wie ist eure Meinung? Und wenn nur 5% oder 10% antworten, hätte man eine Stimmung. Aber das setzt du da voraus, Jürgen, dass die Leute auch richtig informiert sind. Wenn ich ihnen natürlich dann zwei Zahlen nenne und sage, naja, die Sanierung kostet 534 Millionen, Neubau kostet 700 oder 800 Millionen, dann ist die Entscheidung ja schwierig. Also nur ein aufgeklärter Bürger kann auch eine richtige Entscheidung oder sich eine Meinung dazu bilden. Das wäre halt ganz wichtig. Ja. Wie gesagt, ich finde auch, es darf keine Denkverbote geben. Oft sagen ja auch Bürger, naja, so internationale Stars, die kommen gar nicht nach Karlsruhe, weil wer keine Konzerthalle haben, wo halt jetzt irgendwie mal ein Bryan Adams oder was weiß ich wer auftritt. Und das könnte man ja zukünftig mit so einem Gebäude verbinden, dass man sagt, es ist wirklich auch für andere Dinge nutzbar, ob das jetzt Musical ist oder Großkonzerte.
einfach öffner in die Richtung. Das ist so, wir hatten die Chance verpasst. Es gab ja die Idee, auch von uns, aus dem neuen Stadion eine Eventhalle zu machen, ähnlich wie es in der SAP Arena in Mannheim ist. Die Diskussion gab es, aber dann hat man gesagt, Cut, Schnitt, ist zu teuer. Diese Chance ist vertan. Und es wäre auch dann vielleicht größer zu denken und neuer, und dann hätte man vielleicht die Möglichkeit, Eventhalle, Staatstheater, etwas Großes. Und ich habe ja gesagt, diese UFO-Geschichte, die wäre dann so einmalig, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, dass die Leute nur zum Gucken kommen, um zu sehen, was gibt es da. Und jahrelang hat es ja in Hamburg mit der Elbphilharmonie gedauert. Das war ja auch so ein Umrufen, die hat ja auch mal bei 70 Millionen angefangen. Und es war ein Bestand gebaut. Das war ein Bestand, genau. Das Gebäude reingebaut. Aber es war ja vorher die Speicherstadt. Da war ja vorher gar nichts. Und heute gibt es, sagen wir mal, das böse C-Wort wie Corona. Bis vor Corona sind die Leute aus ganz Deutschland, aus ganz Europa hingegangen, haben sich das angeschaut, weil es sieht schon einmalig aus. Das war ja auch bei Drei Engel für Charlie, das Hauptgebäude des Films. Genau, und sowas kann, wenn wir Geld in die Hand nehmen, wenn die Bürger es wollen, und das ist das hauptsächliche, wollen die Bürger dafür überhaupt Geld in die Hand nehmen, dann was Wichtiges. Dann nicht klickern, sondern richtig klotzen, aber das wissen wir eigentlich nicht, weil die Bürger nicht mitgenommen sind. Die Frage ist ja nachher auch, wenn wir jetzt sagen, ja okay, wir segnen das ab, diese Sanierung, die dann ums x-fache teurer wird, und auf der anderen Seite müssen wir dann in einem Jahr wahrscheinlich sagen, naja, die Stadt hat kein Geld und muss überall sparen, auch im sozialen Bereich, oder wir müssen vielleicht ein Bad schließen. Ja, das muss man fairerweise auch ganz klar sagen. Die Haushaltslage gibt es im Moment in dem Sinn nicht her. Was dazu kommt, ist ja auch beim Staatstheater, dass nicht nur viel Geld in die Sanierung gerade fließt oder fließen soll in der Zukunft, sondern dass es jährlich mit über 50 Millionen subventioniert wird. Also vom Land und von Stadt anteilig natürlich, aber das ist sehr, sehr, sehr viel Geld, was in eine Kultureinrichtung fließt. Und dann ist die Frage, und das wurde ja auch schon diskutiert, soll man eine Sparte streichen oder muss man vielleicht doch ein bisschen kleiner denken, die Sparten aber erhalten? Wie ist da eure Option? Oder sagt ihr, nein, Sparten streichen wird schwierig, ist gefährlich? Also, oder lieber ein bisschen eindampfen, also nicht so groß spielen? Ich finde Sparten streichen schwierig, das muss eigentlich der neue Intendant. Der muss sagen, okay, kann man vielleicht das junge Theater und das bei dem Schauspieltheater eingliedern oder so. Also brauchen wir so diese vielen Unterabteilungen. Aber ansonsten finde ich nicht, dass es unsere Aufgabe ist, zu sagen, Sparten sind zu streichen, weil dann streichen wir die falsche. Ja, also vielleicht wäre dann vielleicht in Zukunft gerade Karlsruhe für die Oper prädestiniert und wir sagen, ja, na, das ist der größte Block, den streichen wir. Das finde ich nicht den richtigen Weg. Also da tue ich mich echt schwer. Und dann müsste es auch einen fairen Eintrittspreis geben. Also wenn wir sagen, nehmen wir nur das Beispiel, das Konzerthaus Baden-Baden, das ist ja privatwirtschaftlich, die kommen um die Runden und wir subventionieren da mit 136 Euro jede Eintrittskarte. Erklär mal, das sind Bürger, also wenn meine Töchter ins Kino gehen, das kostet auch schon 10, 15 Euro, wenn, jetzt kommt wieder das böse C-Wort, wenn mal Corona rum ist, dann geht sie ins Kino, dann, aber da zahlt man, glaube ich, 36 Euro und der Staat, also wir zahlen nochmal drauf. Da muss man sich auch überlegen, wie können wir zukünftig umgehen. Aber das ist nicht die Aufgabe des Gemeinderates. Der Gemeinderat bringt seine Ideen ein und verlangt von der Verwaltung und in diesem Fall auch vom Land, wird eure Aufgaben gerecht und bitte, und das denke ich, als unsere Fraktion wird auch sehr aktiv werden, befragt die Bürger. Ja. Aber das ruft ja auch oft den Neid vieler anderer, kleinerer Kultureinrichtungen hervor, weil sie wirklich sagen, die werden halt subventioniert, die Karte wird subventioniert, du kannst in Karlsruhe für 20 Euro eine ganz tolle Oper sehen, werden alle jetzt nach Stuttgart oder Mannheim fahren und da 120 Euro für eine Konzertkarte von so einem internationalen Künstler zahlen, sage ich mal. Und dann sagen natürlich viele von unseren anderen Kultureinrichtungen, naja, und wir kriegen nichts oder werden halt mit so einem Mini-Betrag, wenn wir mal irgendwas wollen. Und dass da natürlich auch so ein bisschen die Missgunst entsteht, ist dann nachzuvollziehen. Ja, da sieht man ja aber auch, dass man in 30 Minuten Bahnfahrt schon eigentlich sehr viele Angebote auch in der Umgebung hat. Ja. Und gleichzeitig aber, wenn man die Subventionierung weglässt, dann wird es natürlich doch ein sehr, sehr elitäres Ding, was ich auch schwierig finde. Und dann die Frage nach der nächsten Generation, die zu befragen, was wollt ihr wirklich? Vielleicht ist so ein Pocketpark mit einer kleinen Kunstbühne, die fest installiert ist, ja auch schon die Lösung, um die Südstadt mit der Innenstadt dort zu verbinden. Und man muss keine Bäume fällen, wie jetzt geplant dort.
Das ist ja auch noch eine Sache. Ja. Es kommt ja, jetzt werden schon Fakten geschaffen, obwohl wir uns noch gar nicht einig sind, wie es weitergehen soll. Also der Bebauungsplan, der jetzt in den Gemeinderat abgestimmt werden soll, will ja schon Fakten schaffen, mit welche Bäume gefällt werden müssen, was alles weg muss, wo ja auch Vegetation wegfällt. Also das finde ich auch noch ein zweites Schritt vor dem ersten Schritt sozusagen. Wir müssen erstmal wissen, was wollen wir da? Was können wir da bauen? Was und für wie viel Geld? Und für wie viel Geld? Genau. Und dann können wir sagen, macht mal. Aber das ist ja also der typische Weg. Wir machen jetzt, schaffen jetzt Fakten und dann sind wir gezwungen, genau das zu umzusetzen, was der Land, das Land und die Stadt wollen. Ja. Das ist nicht der richtige Weg. Und den werden wir auch blockieren. Ich finde das prinzipiell schwierig. Das ist ja immer, ich bringe gerne das Vergleich, als mein Kind klein war, wir waren Schuhe kaufen, die ihm nicht gefallen haben, die haben gedrückt. Und so habe ich manchmal auch das Gefühl, dass die Verwaltung das, was sie nicht machen will, in die Richtung, wo sie sich nicht bewegen will, da gibt es dann halt Argumente. Aber ich finde, man muss, also bei solchen Summen und bei solchen Projekten, muss man wirklich ergebnisoffen alles prüfen, diskutieren. Und erst wenn die Zahlen auf dem Tisch sind, dann kann man eine Entscheidung treffen. Genau. Also das Thema Neubau kam ja auch mit rein, weil man sagt, man hat eine kürzere Bauzeit, normalerweise aus Erfahrungswerten, und weniger Risiko beim Bau, weil man nicht im Bestand plötzlich was findet, was man gar nicht vorfinden wollte. Aber das sei mal dahingestellt, wir müssen jetzt mal schauen, gibt es Grundlagen, gibt es gute Berechnungen, gibt es vielleicht Möglichkeiten, woanders zu bauen und das fürs Klima auch schön zu gestalten an dieser Stelle oder dort neu zu bauen oder doch die Markthalle mit einer Kleinkunstbühne. Man weiß es nicht. Oder Wohnungen ist schon mit Wohnungen. Der Top-Adresse, ja. Also das wäre vielleicht auch eher eine Verbindung in die Südstadt mit einer Nutzung unten, also wenn wir für das Theater auch einen anderen Platz finden. Genau. Ja. Aber wir müssen, eigentlich müsste man die Bürgerinnen und Bürger befragen und die nächste Generation eigentlich am besten, um zu wissen, wie es weitergeht. Und da kommen wir eigentlich schon zum Thema mitgestalten, die Stadt mitgestalten. Was kann man eigentlich in der Stadt so tun? Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Wir hatten zum Beispiel ein Gespräch mit dem Gartenbauamt und da gab es ein paar Möglichkeiten. Und Petra, ich habe gehört, du machst schon so Sachen in die Richtung. Ja, also ich habe mittlerweile das dritte Beet jetzt mit einer Nachbarin zusammen, die Patenschaft übernommen. Also auf so ein Grünfläche. Genau, also es ist eine relativ große, die wird so 5x4 Meter sein. Mhm. Und da gibt es natürlich Altbestand. Das hat man wahrscheinlich damals in den 60ern halt so angelegt, dass es pflegeleicht ist. Aber es ist Punkt 1 in die Jahre gekommen und dann ist halt nicht mehr zeitgemäß. Also es ist alles so ein bisschen verholzt. Und damals hat man halt auch nicht so viel über Insekten- oder bienenfreundliche Bepflanzung nachgedacht. Und da ich ja mit Leidenschaft gärtnere und mein Garten nicht so groß ist, habe ich mich halt auf die städtischen Beete ausgedehnt. Und ich gucke auch immer, dass das so eine schöne Mischbepflanzung ist, dass es ein bisschen Schatten macht für die anderen Pflanzen. Ja, und da haben wir jetzt am Wochenende richtig mit dem Spaten zugegriffen und von den alten Pflanzen einiges ausgegraben, umgepflügt und haben angefangen. Wir machen so eine Mischung mit Bienennahrung und auch mit Samen, der jetzt aufgeht dann für die Sommerblüher, zum Beispiel Sonnenblumen, solche Geschichten. Und, also es ist nicht nur das, sondern wir sorgen auch dafür, dass das Beet sauber bleibt. Das ist leider in der Nähe von einem Supermarkt und die Kassenbonpflicht möge es mir nachsehen, aber die Kassenbon scheint niemand zu wollen, weil täglich fahren da Hunderte irgendwie, auch vom Wind natürlich, nicht absichtlich immer nur auf den Boden geworfen. Aber das ist schon so, dass man täglich eine Runde dran vorbeigehen muss und muss eigentlich so die Zigaretten stummeln und die Kassenbons und die weggeworfenen Flaschen muss man da raussammeln. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das macht, dass es weniger wird. Also da, wo sauber ist, da trauen sich dann doch nicht so viele was hinzuwerfen und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Und die Straße wird schöner. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Stichwort Sauberkeit. Wir und sehen, man kriegt Kontakt, das glaubt der gar nicht. Aber Sauberkeit ist ein Thema, ich musste jetzt wieder mal kurz parken im Parkhaus und wenn ich jetzt hierher laufe über den Schlossvorplatz, also man sieht, was Corona angerichtet hat mit dem To-Go. Wir haben Pappschachteln, Pizzakartons, wir haben Becher, OP-Masken, wir haben was weiß ich was für Maskenarten. Also zu dem Thema muss man mal sagen, da ist schlimm. Ja, ist schlimm. Und wie gesagt, die Beschwerden der Bevölkerung nehmen einfach auch zu, dass der Müll sich häuft und da muss man sich überlegen, oder könnte man überlegen, kann man nicht Patenschaft übernehmen für einen Mülleimer oder Patenschaft fürs
Urban Gardening nochmal zur Petra. Für einen Straßenzug. Ja, für einen Straßenzug. Also ich muss sagen, es machen auch einige aus meinem Bekanntenkreis, sammeln auch Müll, wenn sie spazieren sind. Ich mache das auch, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, Greifzange dabei und sammle was ein. Und es gibt einige, die das machen. Und zwar natürlich wünschenswert, es sind jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr die Dreckwegwochen weggefallen, auch aufgrund von Corona. Und man merkt das schon. Also wie du sagst, durch das natürlich, durch das ganze To-Go-Essen und dass man halt auf der Parkbank sitzt. Oft, manchmal sind auch keine Mülleimer da oder fällt einem die Maske irgendwie aus der Hosentasche beim Joggen, ich weiß nicht. Aber das mit den Masken ist mir auch aufgefallen, die liegen echt überall. Das ist ganz schlimm. Ja. Nochmal zum Urban Gardening, hast du gerade erwähnt. Genau. Um was geht es beim Urban Gardening? Wir kennen ja das Beispiel, also das älteste Urban Gardening in Karlsruhe ist an der Musikhochschule. Bürger können an Flächen, dort ist es an der Mauer zum ehemaligen Marstallstall, glaube ich, am Schlachthof, an der Musikhochschule, Flächen von der Stadt ausleihen, mieten, Hochbeete setzen, müssen sich aber verpflichten, als Verein oder Aktionsgemeinschaften diese zu pflegen, zu gießen. Und auch Bürgervereine, es wurden jetzt auch angesprochen vom Gartenbauamt, ob die nicht in ihrem Umfeld solche Flächen wüssten. Bei uns in der Waldstadt gibt es auch. Ja. Und da wird auch Gemüse angepflanzt. Ja, also wenn wir ja den Fokus eben auf die Blumen, auf das Insektenfreundliche, also in diesen Hochbeeten kann man auch Gemüse anpflanzen, wenn man selbst keinen Garten hat. Man kann es beim Gartenbauamt anmelden. Genau, man nimmt Kontakt entweder mit dem örtlichen Bürgergemeinschaft, Bürgerverein. Die stehen im direkten Kontakt mit dem Gartenbauamt oder man wendet sich direkt als Gruppierung, vielleicht als Nachbarschaftsgemeinschaft oder als Verein und sagt, ich hätte hier eine städtische Fläche, die gefällt mir eigentlich nicht, die wird zu oft oder zu wenig gemäht. Könnten wir die mieten, könnten wir eine Patenschaft übernehmen? Und es geht eigentlich relativ einfach, aber es muss mindestens ein Verantwortlicher oder ein Verein sein. Falls wirklich mal kein Interesse ist, muss das Ganze ja wieder abgebaut werden. Und das geht in der Beteiligung stadtweit. Ja, also das Gartenbauern, die machen das richtig gut. Da kam so eine ganz nette junge Frau, die hat so ein Täfelchen dabei, das haben wir dann gleich zusammen da reingesteckt. Da steht drauf Grünpatenschaft, man kriegt auch so eine Sicherheitsweste, wo das auch draufsteht, muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil es ist tatsächlich so, auch wenn man den Beeten arbeitet, also falls noch jemand einen Partner sucht, man wird dann ganz oft angequatscht, ja, was machen Sie da, arbeiten Sie bei der Stadt? Gibt es ganz witzige Geschichten. Und dann hat sie gesagt, klar, es gibt auch Beete, die im Straßenbereich liegen, wo man halt einfach so eine Weste anziehen sollte. Ist auch eine Haftungssache. Genau, ja. Und halt sonst, auf was man achten soll, dass es nicht so weit dann ausragt in den Verkehrsraum mit dem Gießen. Und auch nach 3 Jahren wird nachgefragt, ob man es weitermachen möchte oder ob man keine Lust mehr hat. Oder, also kann ja jetzt auch sein, einer von den Nachbarn zieht weg und macht das nicht mehr mit. Also die haben das wirklich richtig toll organisiert. Ja, das Gleiche gibt es ja auch gerade, also wir reden ja oft von, dass es trockener wird jedes Jahr, für Bäume, Baumpatenschaften, den Baum zu gießen, den Baum zu pflegen. Das bietet das Gartenbau auch an, da kann man sich dann dort melden. Und dann gibt es noch eine andere Sache, was wir ein bisschen auch ins Spiel bringen wollen in der nächsten Gemeinderatssitzung. Genau, das mehr Parkbänke. Patenschaften für Parkbänke. Genau. Und das ist eigentlich eine smarte Idee. Wir wissen, dass in vielen Grünanlagen Bänke fehlen, es waren mal viele, man hört immer wieder, wir haben es jetzt auch in der Vorlage gelesen, die verschwinden, die werden wahrscheinlich irgendwo im Garten oder im Hinterhof verwendet. Und da liegen sie auch in der Alp, Leute. Oder sie liegen in der Alp, genau, oder sonst wo. Und wie gesagt, die Möglichkeit besteht, solche Parkbänke als Paten zu sponsern. Und dann steht dann drauf, diese Bank wurde gesponsert von Lieschen Müller oder Heinrich Meyer. Und wir haben noch die Idee, es gibt Bänke, die per Solarenergie sich aufladen und man könnte das Handy zum Beispiel dran setzen. Im Winter geben die ein bisschen Hitze ab. Ja, und genau. Und wir hatten diesen Antrag, diese hatten Bänke, schon mal drin. Genau, schon zweimal. Einmal hier für den Marktplatz, einmal für die Universität. Ja. Das steht doch in der Schwebe. Aber diese Bänke. Es kommt in vielen Städten und es ist ja schade, dass man die Energie, die wir da eigentlich haben, ungenutzt verkommen lassen. Weil jetzt, wenn ich gerade denke, so an der Günter-Klotz-Anlage, die Bank steht den ganzen Tag in der Sonne, bist unterwegs, nimm mal viel Strom auf dem Handy oder auf dem Tablet, zack, kannst du mal kurz einstöpseln. Also, ich finde das eine gute Idee für die Zukunft. Genau, und heute wollen wir mal nutzen, auch jemand, der finanziell potent ist, der sein Name dann auch auf dieser Bank sehen sollte. Vielleicht die erste in Karlsruhe zu spenden, weil es wäre auch eine Sensation. Und ich denke, die Günter-Klotz-Anlage wäre einer der Punkte, wo es gesehen wird und auch genutzt wird. Und ich
Genau, die SPD hatte in einem Antrag mehr Ränke gefordert, dass wir jetzt, weil es hieß dann von der Stadt, wir haben kein Geld, was ja auch stimmt. Und dann schließt sich der Kreis wieder zum Staatstheater, wir haben kein Geld, wir haben nicht mal Geld für Bänke. Genau, und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, wie man mitmachen kann, wie man mitgestalten kann, ist ja auch irgendwie cool. Und gleichzeitig gibt es noch das Online-Portal zur Bürgerbeteiligung auf der Website der Stadt Karlsruhe, wo man auch immer wieder zu Projekten befragt wird und was beantworten kann. Und damit kommen wir zum Ende schon von dieser Sendung und freuen uns aufs nächste Mal. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns anschreibt. Schreibt uns eure Meinung zum Staatstheater. Auf jeden Fall in Kontakt mit uns. Tschüss. Tschüss.